Bewohner. Egal wie schlecht ihr heute Nacht geschlafen habt, die größte Bürde haben Mimi und Sarah getragen. Denn für eine von beiden war es definitiv die letzte Nacht unter meinen Augen. In der Relativitätstheorie sind Raum und Zeit untrennbar miteinander verbunden. Mein Raum ist dieser Container. Und die Zeit, die darin verstreicht, sie gehört nur euch. Wenn ihr warten müsst, dann zieht sie sich wie Kaugummi. Wenn ihr gefordert seid, wenn ihr streitet, lacht, weint, dann verrinnt sie zwischen euren Fingern. Und deshalb, Mimi und Sarah, ganz gleich, ob ihr den Container jetzt verlassen müsst oder bleiben dürft, die Zeit, die ihr hier verbracht habt, gehört euch. Und niemand kann sie euch mehr nehmen. Denke heute Nacht an diese Worte. Sarah, verabschiede dich jetzt von deinen Mitbewohnern. Ist okay. Wenn du glaubst, du verschwendest dein Leben. Herzlichen Glückwunsch. Mit mir. Oh, das ist nicht vorbei, vielleicht ist es im Hotel. Vielleicht auch das gleiche in der Tat. Aber ist ja Quatsch. Hat jetzt so lange gedauert. Danke für die Tür. Wenn ihr die raucht, ihr denkt an mich. Ja klar. Ja klar. Nein. Drei Stück? Boah, ist das. Nee, das ist wenn ihr die raucht. Wir denken auch so an dich. Hey, ich schätze schon Ostern am Montag. Mach ich. Wir sehen uns am Montag. Lass dir schon. Mach ich. Wenn du glaubst, dass du schnell das Vergangene vergisst. Danke für. Dann geh wieder. Sehr gerne. Mach ich. Ich esse für euch mit. Ja. Ich rauche für euch mit. Dann geh wieder. Tschüss. Du und ich hatten viel. Darum fällt es mir schwer. Aber wenn mit uns nichts mehr so ist wie bisher. Hallo Sarah. Hallo. Komm zu mir. Hi. Na? Hi. Wie ist es dir? Zwei Tage vom Finale jetzt rauszugehen. Ich kann dir sagen, es war richtig knapp. Ja? Also es waren wirklich nur ein paar Stimmen. Ach krass. Aber wie war die Zeit für dich? Du bist ja als Nachzüglerin sozusagen eingezogen, standst am Anfang immer auf der Nominierungsliste. Wie hart war Big Brother? Big Brother an sich war sehr, sehr hart, auf jeden Fall. Der Anfang war schwer, gerade als Nachzügler ist es natürlich nicht einfach, wieder in die Gruppe, also in die Gruppe reinzufinden. Es war schon nicht leicht, aber es war eine wundervolle Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat viel gelernt über sich selber, über alle anderen. Was hast du über dich gelernt? Ich habe über mich gelernt, dass ich auf jeden Fall, wenn es um fremde Menschen geht, ein bisschen brauche, um reinzukommen. Ja. Also ich wirkte ja schon sehr introvertiert, das bin ich eigentlich nicht. Also hast du natürlich hier und da auch in den Interviews gesagt. Du hast gesagt, eigentlich so richtig, glaube ich, haben wir die Sarah, die wir von TikTok oder Instagram kennen, da nicht gesehen. Aber du bist ja schon warm geworden dann nachher. Auf jeden Fall. Ja. Elena war eine sehr große Bezugsperson. Ja. Was verbindet euch? Werdet ihr euch wiedersehen? Ich denke, wir werden uns schon wiedersehen, ja. Auf jeden Fall. Was schätzt du an ihr? Ich schätze ihre Ehrlichkeit, ihre Direktheit. Ich umgib mich gerne mit Menschen, die auch mal sagen, wenn sie was stört. Und das ist bei Elena auf jeden Fall der Fall. So, ich glaube, du wirst dich wahrscheinlich sehr auf deinen Freund freuen. Auf was freust Fall. Du dich noch, jetzt, wo du wieder draußen bist? Oh, ich freue mich auf eine warme Dusche, auf Haare waschen und zwar nicht mit Spüli. Wie oft hast du geduscht? Ich habe fast jeden Tag geduscht. Ach so, du hast geduscht. Das ist doch schön. Ich habe geduscht. Ich glaube, ich habe nur so 3 Tage nicht. Das war dann Katzenwäsche. Aber sonst habe ich fast jeden Tag geduscht, ja. Sarah, du warst toll. Danke. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Die Late Night Show wartet auf dich. Beziehungsweise muss ich noch ein bisschen gedulden. Ja. Es wird uns heute nämlich noch jemand verlassen. Oh. Das wissen die da drin aber noch nicht. Oh mein Gott. Danke, Sarah. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.